Liebe feministische Marxistinnen, liebe marxistische Feministinnen, liebe interessierte Gäste. Vor einiger Zeit im Rahmen einer dialektischen Weiterbildung begab sich eine Runde linker Frauen auf die Suche in ihrer Erinnerung an ihr jeweils erstes Mal. Also das erste Mal, sich selbst bewusst als Feministin und Marxistin zu bezeichnen. Wir hörten so manche Geschichte voll Freude über das Erstaunen des Gegenübers. Die erstaunte Nachfrage, echt jetzt? Wir hörten amüsante und ermutigende Geschichten, Berichte darüber, wie Erkenntnisse an Widersprüchen und Widerständen wachsen können. Ich selber merkte beim Nachdenken über mein erstes Outing als Feministin und Marxistin, um wie viel zaghafter mein Bekenntnis ausfiel, Marxistin zu sein und wie viel leichter es mir fiel, mich als Feministin zu bezeichnen. Nicht nur ich war konfrontiert mit den Fragen voll Selbstzweifel. Wie viele Seiten Marx muss man studiert haben? Wie viele Zitate muss man auch nachts um 12 auswendig aufsagen können, um würdig zu sein, sich als Marxistin bezeichnen zu können? Nicht nur ich war letztlich begeistert von der Formulierung Marxistin im Werden. Eine Marxistin im Werden muss nicht fürchten, irgendwann wegen mangelnder Textkenntnis als Aufschneiderin überführt zu werden. Zudem drückt diese Formulierung Marxistin im Werden so wunderbar aus, dass alles im Fluss ist. Welch feine Absage ans Metaphysische. Und in der Tat, auch das Denken war weiter im Fluss. Beim weiteren Nachdenken fiel mir nämlich auf, dass ich mich beim Bekenntnis, Feministin zu sein, nie gefragt hatte, welchen Textkanon ich vorher studieren muss, wie viele Zitate von Feministinnen ich auswendig zitieren können muss, um mich als solche bezeichnen zu können. Bei Lichte betrachtet eine recht fragwürdige Hierarchisierung, die ich da unbewusst vorgenommen hatte. Der nach einem Mann benannten Weltanschauung musste man sich also durch entsprechendes Studium würdig erweisen. Beim Feminismus reichte die Einstellung. Eine wirklich fragwürdige Hierarchisierung. Hatten da etwa doch patriarchale Vorprägungen meine innere Zensoren subtil beeinflusst? Auffällig war auch, dass die meisten von uns sich jeweils als Marxistin und Feministin beschrieben. Kaum eine fügte diese Verortungen in einem Begriff zusammen, also als feministische Marxistin oder marxistische Feministin. Als ob beide Weltanschauungen jeweils in Parallelwelten verortet waren. Sicherlich, und zwar beides wichtig und sicherlich, wie jeder von uns hätte beschworen, uns ist gleichermaßen wichtig, Kapitalismus und Patriarchat zu überwinden. Und doch kam ich nicht umhin, mich zu fragen, ob wir jeweils ein Doppelleben im Feminismus und Marxismus führten. Unser Kampf gegen die herrschenden Produktion wie Reproduktionsverhältnisse als Multitasking, als Hin- und Her-Switchen zwischen verschiedenen Akteurinnenrollen. Mein Unbehagen wuchs und ich las weiter. Als mich die Organisatorinnen dieser Konferenz dann um einen Dreizeiler zur Beschreibung meiner Person fragten oder baten, schrieb ich ganz schnell und ohne zu zögern über mich: Sie versteht sich als marxistische Feministin bzw. feministische Marxistin im Werden. So, nun war es raus. Und ich fragte mich, warum das eigentlich so lange gedauert hatte. Nachdem die einst unbewusste Denkblockade bei mir gelöst war, konnte ich selber nicht mehr recht verstehen, warum ich nicht schon immer so gesprochen hatte. Eigentlich liegt es ja auf der Hand. Die beiden Herrschaftsverhältnisse, Kapitalismus und Patriarchat, als zwei unabhängig voneinander bestehende Formen der Ausbeutung und Unterdrückung zu verstehen, macht wenig Sinn. Dafür sind die Verschränkungen zu offensichtlich. Wie wollen wir die schlechtere Entlohnung der Arbeit von Frauen, die ungleiche Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern, die Warenförmigkeit vor allen Dingen von Frauenkörpern unabhängig von der kapitalistischen Produktionsweise erklären? Und wie die kapitalistische Produktionsweise ohne die Ausbeutung der nicht entlohnten Arbeitskraft der Frauen auf der ganzen Welt für die Produktion des Lebens selbst? Die Lösung ist, Geschlechterverhältnisse selbst als Produktionsverhältnisse zu verstehen. Also nicht an einem Faden des Knotens zu ziehen, sondern den ganzen Herrschaftsknoten ins Visier zu nehmen. Aus der Analyse der Verschränkungen können wir dann Visionen für eine andere Gesellschaft entwickeln und Schritte hin zu ihrer Verwirklichung in die Wege leiten. Die Antwort kann nämlich nicht sein, entweder im Hier und Jetzt für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen zu kämpfen oder diese Verbesserung
nur in der Überwindung des Kapitalismus zu suchen. Ich und nicht nur ich halte es hier mit Rosa Luxemburg und ihren Überlegungen zur revolutionären Realpolitik. Immer nur auf Sicht zu fahren, führt schnell zu Irrwegen. Wer sich allein auf Abwehrkämpfe und Nahziele fokussiert, verrennt sich schnell im Hamsterlaufrad der alltäglichen Zumutungen. Wir brauchen einen Kompass, der uns bei dem Weg in eine andere Gesellschaft auf Kurs hält. Dieser Kompass ist für mich und auch nicht nur für mich die 4-in-1-Perspektive von Fricke entwickelt, also die Vorstellung, dass im Leben von Frauen, Männern und all jenen, die nicht in die Zwei-Geschlechter-Ordnung passen wollen, gleichermaßen Zeit ist für die 4 gleichwertigen Tätigkeitsbereiche. Erstens Erwerbsarbeit, zweitens Reproduktions- bzw. Care-Arbeit, drittens politische Einmischung und viertens Arbeit an sich selber, vorstellbar als Muse oder kulturelle Entfaltung. Doch dieses Thema werden wir in einem Workshop weiter vertiefen. Zurück zum Verhältnis von Marxismus und Feminismus. Gemein ist beiden ja, dass sie sehr eng verbunden sind mit Bewegung. Die Entstehung des Marxismus ist unvorstellbar ohne die Arbeiterbewegung und andersherum. Der Feminismus ist unvorstellbar ohne die Frauenbewegung und andersherum die Frauenbewegung unvorstellbar ohne den Feminismus. Und beide haben zum Ziel, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ja ein verächtliches Wesen ist. Jedoch ist die Beziehung von Arbeiterbewegung und Frauenbewegung alles andere als eine Liebesbeziehung. Obwohl die theoretischen und praktischen Verknüpfungen doch so offensichtlich sind, verstanden sich die real existierenden Bewegungen nur selten als im gemeinsamen Kampf verbundene, sich ergänzende Bewegungen. Abgrenzung, soziokulturelle Skepsis bestimmten vielmehr die Koexistenz, Unterlassungssünden auf beiden Seiten. Wer sich als Frau in beide Bewegungen begab, musste meist doppelte Arbeit leisten. Nur zu oft wurde der Kampf gegen die herrschenden Reproduktionsverhältnisse zur nachrangigen Frauenfrage degradiert, die zu warten hatte. In Reaktion darauf reagierte so manche linke Feministin mit Ignoranz gegenüber den ökonomischen Machtverhältnissen. Die Falle der antithetischen Fesselung schnappte zu. Umso bemerkenswerter ist es, dass es doch immer wieder Ansätze und Bestrebungen gab, diese antithetische Fesselung zu überwinden und den Herrschaftsknoten in Gänze in Angriff zu nehmen. Inzwischen wissen wir, dass die Frage nicht lautet, gibt es eine Verknüpfung von Arbeiter- und Frauenbewegung, sondern die Frage lautet vielmehr, was ist zu tun, um diese Verknüpfung herzustellen, zu verstärken und um sich die Verschränkungen bewusst zu machen. Jede Weltanschauung, jede Bewegung bedarf zu ihrer Verbreiterung und Weiterentwicklung ihrer Sichtbarmachung. So ausgesprochen klingt das nach einer banalen Selbstverständlichkeit, doch leider ist das alles andere als selbstverständlich. Leider ist vielmehr das große Verschweigen, das Silencing, der übliche Gang der Dinge. So wie die Leistungen von Frauen in der Geschichte zu großen Teilen dem Verschweigen anheimfielen, so wird die Produktion des Lebens, die immer noch überproportional von Frauen erledigt wird, beim Aufzählen der anrechenbaren Leistungen nur zu gern verschwiegen. Und jetzt Hand aufs Herz. Sind wir nicht selber, so manches Mal natürlich unbewusst oder wider unseres Willens, Komplizinnen jenes patriarchalen Verschweigens? Sind wir doch oft so sehr damit beschäftigt, als emsige Bienchen fleißig die Arbeit im Hintergrund wegzutragen? Sind wir doch oft gefangen von der Vorstellung, Bescheidenheit sei eine Zier und reagieren deshalb unwirsch, wenn Frauen so ganz diese Tugend missen lassen? Komischerweise gilt das meist nur für weibliche Personen. Und eben jenes Verschweigen, jene Ignoranz drohte auch den Ansätzen des Feminismus-Marxismus. Davon zeugt auch die bereits präsentierte Geschichte dieser Konferenz, die ja, ich wie folgt beschreiben würde. Vor kurzem ist das historisch-kritische Wörterbuch der Band 8.2 erschienen, von den Schlagwörtern links-rechts bis Maschinenstürme. Es sind alle Stichworte enthalten ums Marxistische, darunter auch vorgesehen Marxismus-Feminismus. Ich war nun bei der Redaktionssitzung nicht dabei, hörte aber sehr anschauliche Schilderungen über die Debatten. Das Stichwort Marxismus-Feminismus aufzunehmen war nämlich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Vielmehr gab es in der Produktion ein
anfangs respektvolles, dann ungläubiges Ringen zunächst um die Legitimität eines solchen Stichworts. Bis hin zum Zweifel, ist das nicht doch eigentlich nur ein privates Hobby von Frika Haug? Deren hartnäckige Versuche, es als Bewegungsstichwort, als Kampfbegriff zu behaupten, führten nun aber in der Logik des Wörterbuchs zu dessen Zurückweisung. Es ist ja schließlich ein Begriffswörterbuch und kein Bewegungswörterbuch. Wenn es ein offizieller, streng wissenschaftlicher Begriff ist, dann muss er mit Herkunft, Autorinnen und Zitaten ausgewiesen werden. Die Suche war mühsam. Wo der Aufdruck auftauchte, war er irgendwie schon da und es gab keine Fußnote. Schließlich schrieb sie die vielen feministischen Marxistinnen an, die aus den Jahrzehnten von Diskussionen, Tagungen, eben aus der Bewegung heraus sich kannten und fragte nach Datum, Fußnoten, Zitaten, Daten. Das Resultat war, alle fanden irgendwie, ja, das gibt es, und eine schob es der anderen zu. Man wurde unsicherer, aber eine Sicherheit entstand. Es sei an der Zeit, eine gemeinsame Konferenz zu veranstalten, um erneut zusammenzufinden und zu beraten und um den feministischen Marxismus voranzutreiben. Denn dessen notwendigen Aufgaben sind ja noch lange nicht eingelöst, aber werden immer dringlicher. Tja, hier sind wir also. Man kann auch sagen, der Kongress ist das Lösegeld für das Erscheinen des Artikels im Band 8.2, den ihr auch alle Deutsch und Englisch im Programm findet. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, die feministische Sektion des INKRITS, die nicht nur in dem Wörterbuch stark für diesen Begriff gekämpft hat, sondern die gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung das hier vorbereitet hat. Und diese Sektion bittet dringend um Mitarbeit. Fellows sind gewünscht und Frauen und Männer, die bei der Übersetzung der Kongressmaterialien mitmachen möchten, können heute direkt einsteigen. Also, hier sind wir und spätestens in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, an dieser Tagung mitzuwirken, sind wir verloren für die unbewusste Komplizenschaft mit dem patriarchalen Verschweigen. Ich finde, es ist an der Zeit für ein Bekennerschreiben. Ich bin eine feministische Marxistin. Womöglich werden die Debatten, die wir hier führen, auch in längere Texte münden, die den Marxismus-Feminismus umfassender erklären, begründen, weiterentwickeln. Ich freue mich darauf. Und ich finde aber auch, zur Sichtbarmachung gehört es auch manchmal ganz plakativ Begriffe zu besetzen, manchmal in aller Verdichtung und popkulturellen Zuspitzung. Also nutzen wir doch diesen Kongress auch für möglichst viele Bekennerinnen-Schreiben oder, um es mit den neuen Kommunikationsmitteln auszudrücken, für Bekennerinnen-Posts. Ich bin eine feministische Marxistin, kurz gesprochen. Ich bin eine Femma, für Leute, die die deutsche Zeitschrift Emma kennen, wissen, es geht hier ausdrücklich um eine andere Form der Emanzipation. Also ich bin eine Femma, für alle, die sich damit fotografieren lassen wollen, wir haben das noch auf in anderen Sprachen, zum Beispiel Yo soy una Femma, wir haben es auch in Englisch und Französisch. Ja, liebe Anwesende, liebe Femmas, ich begrüße euch alle, die ihr hier zu diesem Kongress die Kraft der Kritik Wege des Marxismus-Feminismus teilnehmt. Dass wir heute hier sind und das nicht nur aus Deutschland, sondern aus verschiedenen Ländern Europas und der Welt, dass dieser Kongress bereits seit Wochen ausgebucht ist, sowie der rege Mailwechsel, wo man schnell mal die Übersicht verloren hat, im Vorfeld dieser Tagung, der zeigt, wie groß das Interesse am Marxismus-Feminismus ist. Und er zeigt auch, dass die Verknüpfung längst im Werden ist, dass es unser Denken und Handeln beeinflusst. Also knüpfen wir daran an. Wir haben immer noch so manche Kette abzuwerfen und eine Welt zu gewinnen, eine Welt frei von den bisher herrschenden Produktion- und Reproduktionsverhältnissen. Vielen Dank. Applaus